Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Heute ein neues Fahrzeug einer neuen Marke, der NIO ET7 mit mir hier vor der Kamera. Ein vollelektrische Oberklasse-Limousine, 5,10 Meter lang, 480 kW, Leistung stark, 0 auf 100, 3,8 Sekunden, zwei Elektromotoren und ein 100 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie. Das klingt doch schon sehr, sehr spannend und wir gehen natürlich wie immer auf Alltagsverbrauchstest. Und das bedeutet, unsere Alltagsverbrauchsrunde wird absolviert. Über 115 Kilometer im Gesamten, 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 130 bei Elektrofahrzeugen und 10% Stadtverkehranteil. Wir werden nicht nur herausfinden, wie effizient diese zwei Elektromaschinen arbeiten und wie weit wir mit der 100 Kilowattstunden fassenden Antriebsbatterie unter Alltagsbedingungen kommen. Nein, ihr werdet natürlich auch alles Wichtige rund um den Neuling hier erfahren. Wie fährt er sich? Wie sind die Platzverhältnisse? Was kostet er? Was ist mein Eindruck? All das erfahrt ihr hier, wenn ihr jetzt dranbleibt, den Kanal ein Abo schenkt und vor allem das Video liked. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, damit wir am Ende des Videos diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir, dem Ubi und der neuen Oberklasse-Limousine aus China. Also zunächst einmal muss ich mich heute echt bei euch entschuldigen. Die Stimme ist schwer angekratzt. Ich bin auch ordentlich erkältet. Lag auch echt die Tage flach. Heute ist der letzte Tag, wo der NIO bei mir ist. Und deswegen musste ich jetzt tatsächlich mich doch noch aufraffen und erkältet hier vor die Kamera kommen. Ich bitte das also ein wenig zu entschuldigen, wenn vielleicht das ein oder andere ein bisschen durcheinander heute kommt oder nicht so ganz dem üblichen Standard entspricht. Nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt aber den NIO ET7 einmal genauer an. Die Marke NIO ist ein junges Startup-Unternehmen, gegründet in China, 2014 erst gegründet. 2018 bereits gab es das erste Produkt, den NIO ES8, ein großes siebensitziges SUV, das in China vertrieben wurde. Kurze Zeit später kam es dann auch schon auf den europäischen Kontinent, zwar nur nach Skandinavien, aber es kam dann 2022 jetzt eben der große Aufschlag hier bei uns in Deutschland mit dieser Oberklasse-Limousine hier, dem NIO ET7. Der ist 5,10 Meter lang, hat eine Breite von über 2,16 Meter mit ausgeklappten Außenspiegeln und eine Fahrzeughöhe von 1,51 Meter, das heißt also gar nicht mal so hoch, sondern baut auch eher flach, etwas sportlicher. Und auch eine sehr windschlüpfrige Karosserie hat man ihm hier angekleidet, denn der Luftwiderstand, der entspricht hier, oder dem CCW-Wert, liegt bei 0,208. Und das ist schon echt phänomenal. Da hat man einen sehr guten Wert geschafft für seine große Limousine. Natürlich ist die Stirnfläche recht hoch, aber nichtsdestotrotz, wenn schon mal die Karosserie sehr windschlüpfrig ist, hilft das ungemein, gerade bei höheren Geschwindigkeiten hinsichtlich Effizienz. Und beim Elektroauto ist das natürlich nicht ganz unwichtig. Nicht ganz unwichtig auch das Design. Das ist eher ja ein bisschen sportlich orientiert, schlicht, wie ich finde, sehr clean vor allem auch. Wir haben nicht viele Sickenkanten oder Lufteinlässe an der Front, sondern komplett gecleante Front. Zweigeteilte Scheinwerferpaare, oben die LED-Tankverlichter, darunter dann die Hauptscheinwerfer. Leider ohne Matrixfunktion, aber natürlich voll LED mit Fernlichtassistent. Die Seitenlinie ist geprägt hier von diesem riesigen Radstand, der über 3 Meter lang ist. Wir haben hier das Fahrzeug auf 19 Zoll Winterreifen. 20 Zoll Räder sind serienmäßig beim NIO ET7. Unterm Heck dann ein sehr schmales LED-Lichtband, was sich komplett über die Breite hinwegzieht. Das schaut auch sehr dynamisch aus. Das Fahrzeug kauert so ein bisschen unten. Ich finde, so ein bisschen diesen typischen Audi Sportsback-Look trägt das Fahrzeug. So als Audi A7 könnte ich mir den Wagen auch so sehr, sehr gut vorstellen, zum Beispiel optisch. Die Front hat noch eine Besonderheit und die sieht man eben oben auf dem Dach. Wir haben nicht nur ein Glasdach, ein festes Glasdach, also nicht zu öffnen, sondern wir haben da oben auch zwei Kameras sitzen und in der Mitte ganz groß noch ein zusätzlicher Hocker, der LiDAR-Sensor, der eben für verbesserte Assistenz hier sorgen soll. Zu der kommen wir aber dann gleich. Jetzt schauen wir uns erst einmal noch kurz den Kofferraum an, denn der
ist leider ein echter Knackpunkt hier beim NIO ET7. Für eine solch große Limousine ist der nämlich sehr klein geraten. Die Variabilität ist ebenfalls sehr gering. Wir haben hier keine Möglichkeit, das Kofferraumvolumen zu erweitern. Standard-Laderaumvolumen liegt hier bei 370 Litern und das ist einfach echt wenig. Bedeutet schlicht und ergreifend, Kinderwagen rein, maximal noch eine Tasche und dann ist hier eigentlich auch schon Schicht im Schacht. Also für Familien oder Familienväter wie mich ist das Fahrzeug jetzt vom Kofferraum eher wenig oder zu klein, denn das kann mittlerweile einfach ein Golf schon deutlich besser, den kann man nämlich auch deutlich höher beladen. Kommen wir dann aber in den Fond, da wird es dann ganz anders, denn man merkt, das Auto ist eher so ein bisschen vielleicht für den Chauffeurdienst eher gedacht, denn man sieht hier vorzügliche Platzverhältnisse, fast schon Tanzsaalcharakter, wobei man aber sagen muss, wenn man dort hinten sitzt, auffällig ist, dass der Boden sehr hoch ist, die Füße also eher angewinkelt sind, was natürlich am im Fahrzeugboden eingelassenen Batteriepaket liegt. Dennoch genügend Kniefreiheit, Kopffreiheit ist ebenfalls gut vorhanden und was besonders schön ist, wir haben hier eine sehr schöne Ausarbeitung der Vorsitzlehnen, die ziehen sich sogar so ein bisschen in die Türen hinein, alles wirkt auch sehr, sehr schön gemacht mit diesem hellen Leder, was wir haben. Das ist alles auch Kunstleder. Also im Endeffekt, wir haben hier einen tierfreien Innenraum. Wir haben hier einen Mix aus Alcantara, so einem Mikrofaserbezug und dann noch zusätzlich eben diesen Kunstleder. Alles wirkt aber super sauber und das merkt man auch gleich, wenn man vorne einsteigt. Hier sitzt der Fahrer auf sehr breiten, bequemen Sesseln, die mannigfaltig elektrisch einstellbar sind, die auch zudem nicht nur beheizbar sind, sondern auch eine Sitzlüftung bieten und eine Massagefunktion. Aber genau diese drei Sachen, Massage, Belüftung und Beheizung, gibt es sogar auch an den Außenpositionen im Fond. Normalerweise werden das allerdings wenige Fondpassagiere merken, wenn ihr Kinder dabei habt, denn die sitzen normalerweise nämlich auf ihren Kindersitzen mit Isofix und die gibt es auch im Fond an den Außenbahnen. Bleiben wir gleich noch mal kurz vorne, denn da ist die Sitzeinstellung zwar relativ intuitiv, entweder am Sitz oder eben über die Einstellungen am Monitor zu erledigen. Für das Lenkrad, das elektrisch verstellbar ist, ist das dann etwas umständlich, genauso wie die Außenspiegel. Dazu muss man dann nämlich das Multifunktionslenkrad umfunktionieren und das über den Touchscreen ansteuern. Das ist Tesla-Style. Nur Tesla hat das ein bisschen besser umgesetzt als NIO. Hier ist es einfach etwas fummelig, über die Menüs das Ganze herauszufinden und dann eben auch entsprechend einzustellen. Nichts Fummeliges dagegen ist die Verarbeitung hier. Alles wirklich picobello, super fein, alles toll verarbeitet, feinstes Material. Und interessant sind auch die Zierleisten, die hier so nach so ein bisschen weißem Holz ausschauen, sind aber kein Holz, sondern sind aus Rattanstoff, also auch einem nachwachsenden Produkt, also einem nachhaltigen Element hier drinnen. Aber dennoch, alles fühlt sich wirklich sauber an, alles fühlt sich richtig gut an, hochwertig und eben auch einer Oberklasse absolut gerecht. Beim Blick dann über den Armaturenträger fällt auf, wir haben hier alles sehr clean gehalten, wir haben kein Handschuhfach, wir haben aber dafür unter der schwebenden Mittelkonsole ein großes Ablagefach, wir haben ein großes Ablagefach unter der Armauflage, wir haben auch große Türtaschen, die auch mit Stoff ausgekleidet sind, damit hier auch nichts klappert oder knistert, all das ist auch wunderbar umgesetzt. Dann haben wir eben zwei große Displays. Das eine Display ist das Kombi-Instrument. Das ist ein 10 Zoll großes Display. Hoch aufgelöst, wirklich gut ablesbar, selbst bei starkem Lichteinfall. Auch hier haben wir auf der linken Seite eben die Informationen für Geschwindigkeit, Tempolimit oder eben abgegebene Leistung bzw. Rekuperation und Reichweite. In der Mitte dann die Fahrassistenz, die hier genau aufgezeigt wird. Und auf der rechten Seite haben wir dann nochmal den Bordcomputer aufgelistet. In der Mittelkonsole thront dann ein 12,8 Zoll großes Tablet quasi. Das ist nicht so riesig wie bei Tesla etwa oder bei Mercedes mit dem Hyperscreen. Nein, das ist ein durchaus
ja, fast schon handelsübliche Größe eines iPads. Und ich finde, das passt auch ganz gut. Es muss gar nicht so groß sein, sondern so wie es Neo hier eingepasst hat, ist das durchaus gut. So eine kleine Verstellung Richtung Fahrer oder Beifahrer würde ich mir noch wünschen. Das wäre sicherlich schick. Aber so passt das auch ganz gut. Und auf dem Armaturenträger selbst, da sitzt eine kleine Dame, wohlgemerkt, nämlich Nomi. Das ist eine künstliche Intelligenz, also ein Prinzip eigentlich nur ein Sprachassistent, den man so auch kennt von Amazon oder ähnliche. Dem hat man aber hier nochmal ein Gesichtchen gegeben und die kleine Dame reagiert dann auch tatsächlich auf die Befehle, wenn man sie eben entsprechend anspricht. Und sie kann auch erkennen, von wer im Fahrzeug spricht, von den Positionen, und schaut auch dann entsprechend in diese Richtung und erwartet auch dann die Kommentare oder die Anweisungen von der entsprechenden Person, die sie angesprochen hat. Nomi selber hat so, funktioniert auch recht gut. Man kann sie eben mit Navigationszielen füttern oder aber grundsätzlich online- oder cloud-basierte Informationen abrufen. Sie lernt auch ständig dazu und das ist auch der Hintergrund. Der Name Nomi bedeutet Know Me auf Englisch, also lerne mich kennen. Und sie lernt auch sozusagen euch dann genauer kennen. Sie weiß im Prinzip genau, wann ihr, was ihr alles braucht. Sie lernt dann so ein bisschen mit. Auch die Bedienung hier über das Touch-Display ist gut gelöst. Der Bildschirm selber fein aufgelöst, wenn auch schlecht auf Kamera witzigerweise aufzunehmen. Dennoch die Auflösung sehr gut, die Rechenleistung sehr schnell. Das merkt man auch am Aufbau der Kartendarstellung hier. Es gibt auch eine Ladeplanung, wenn man dann auf Langstrecke mit dem Neo ET7 geht. Er zeigt auch dann tatsächlich eben entsprechende Ladestops an, die er einkalkuliert. Allerdings sind die Ladesäulen, die hier im System drinnen sind, einfach noch nicht so wirklich umfangreich. Also da sollte man doch aktuell noch selbst navigieren. Und das ist das große Problem, was dann wiederum entsteht. Denn es gibt hier für den Neo ET7 weiterhin kein Apple CarPlay und kein Android Auto. Ihr könnt das Telefon lediglich über Bluetooth hier mit dem Fahrzeug connecten. Das funktioniert auch gut und auch zuverlässig, aber nichtsdestotrotz, Apple CarPlay und Android Auto könnt ihr hier einfach nicht nutzen. Und das finde ich einen sehr großen Missstand. Den sollte NIO möglichst schnell aufholen. Zumindest eins von beiden sollte auf alle Fälle erst einmal angeboten werden. Kommen wir als nächstes einmal zum Antrieb, den der NIO ET7 hier mit sich führt. Es gibt auch nur einen Antrieb. Ihr könnt da jetzt nicht wählen, mehr Leistung, weniger Leistung, sondern ihr bekommt zwei Elektromotoren, einen an der Vorderachse, einen an der Hinterachse. Somit haben wir hier auch einen Allrad umgesetzt. Die Leistung, die beide Motoren oder beide E-Maschinen zusammen erwirken, sind 480 kW oder 653 PS in alter Währung quasi und 850 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit sprintet der knapp 2,4 Tonnen schwere ET7 aus dem Stand auf Tempo 100 bei Bedarf in 3,8 Sekunden. Diese Leistungsabgabe könnt ihr aber entsprechend regulieren über die Fahrmodi, die hier drinnen sind. Im Komfortmodus ist das Ganze etwas gemächlicher. Im Sportmodus sind es dann 5,9 Sekunden, er gibt es auch direkt an. Oder ihr nehmt den Sport Plus Modus, da ist dann alles auf Performance ausgelegt und dann sind es 3,8 Sekunden, wie schon gesagt. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 Stundenkilometern, ist in meinen Augen völlig ausreichend für ein Elektroauto, wird zügig erreicht und auch gut und konstant gehalten. Der Begrenzer ist eher sanft erreicht, also auch das funktioniert wirklich gut. Die Kraft übrigens, wenn es mal voll beschleunigt wird, wird auch ordentlich auf die Straße gebracht. Man merkt wirklich, wie sich diese Räder sehr schön in den Asphalt reingreifen und ohne wirklich nach Grip zu suchen, sondern sie haben ihn schlicht und ergreifend umsetzen können und das Fahrzeug eben ja katapultartig nach vorne beschleunigen. Die Beschleunigung ist auch wirklich beeindruckend, macht richtig viel Spaß, wenn man das braucht. Aber im Alltag stellt man dann fest, dass man eben die Leistung kaum dauerhaft abrufen möchte oder auch muss. Meist ist man dann eben durchaus damit bedient, ungefähr nur 50% der Leistung hier wirklich in Anspruch zu nehmen. Also könnte man meiner Meinung nach sogar hier die Leistung reduzieren, wäre gar kein Problem.
Beim Batteriepaket sieht es so aus, wir haben hier zwei Batteriegrößen zur Auswahl. Eine 75 Kilowattstunden fassende Brutto-Kapazität fassende Batterie und eine Brutto 100 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie. Die haben wir jetzt hier verbaut. Netto sind es dann 90 Kilowattstunden, die ihr nutzen könnt. Und der WLTP-Verbrauch liegt bei unter 20 Kilowattstunden, was wir am Ende schaffen. Das werden wir natürlich dann sehen am Ende des Videos. Die Leistung, wie gesagt, wird einwandfrei umgesetzt. Das ist typisch Elektrofahrzeug. Sofort ist die Leistung parat und wird auch 1:1 umgesetzt. Es funktioniert sehr spektakulär, wenn man es denn möchte. Oder aber eben durch diese Fahrmodi kann man sich wirklich sehr schön durcharbeiten, wie man diese Leistungsentfaltung haben will. Eher linear, ruhig, sanft. Also die Spreizung der Fahrmodi, die wir hier haben, entweder Eco, Komfort, Sport, Sport Plus oder es gibt sogar noch Eco Plus oder eben einen Customizen Fahrmodus, da könnt ihr es alles individuell einstellen. Also diese Fahrmodi sind sehr weit gespreizt, auch deutlich in ihrer Eigenart unterschieden, was die Leistungsabgabe angeht, was die Lenkung angeht, was das Fahrwerk angeht. Also da merkt man wirklich deutliche Unterschiede hier zwischen den Fahrmodi, was sonst kaum ein Hersteller so extrem ausarbeitet, wie Nisnio hier getan hat. Das Fahrwerk ist hier ein adaptives Luftfahrwerk. Auch das sehr standardsgemäß für eine Oberklasse-Limousine. Und auf der Straße zeigt der Nio ET7 dann wirklich einen sehr guten Reisekomfort. Es wird wirklich alles gut geschluckt an Bodenunebenheiten. Das Fahrwerk schwingt nur ganz dezent nach, sondern es bleibt eher sehr ruhig und fast schon ja, konstant auf der einen Ebene. Das Fahrzeug senkt sich auch immer nach Erhöhung der Geschwindigkeit leicht ab. Und es gibt auch einen sogenannten Passierhilfemodus, den könnt ihr einschalten, wenn ihr dann tatsächlich über eine Erhöhung rüberfahrt, dass ihr euch nicht das Batteriepaket eventuell ankratzt oder aufsetzt. Das funktioniert auch sehr, sehr gut und schnell. Könnt ihr über das Drive Mode, das ist Menü hier aktivieren. Und das habe ich auch stets benötigt. Zum Beispiel bei uns in der Einfahrt ist das dann so eine Verschränkung, die da benötigt wird. Und da ist es echt gut, wenn man das einfach mal so ein bisschen aufpumpen kann und dann hier einfach noch ein bisschen mehr Luft zum Unterboden haben zu können. Luft ist auch eben das gute Stichwort. Durch die Luftfederung ist eben der Fahrkomfort wirklich gut. Auch bei sportlicher Fahrweise liegt das Fahrzeug straff eben dann auf der Straße. Der typisch Elektroauto, der Schwerpunkt ist angenehm niedrig und vor allem auch deutlich nach unten gezogen durch diese schwere Antriebsbatterie. Und weil das Fahrzeug auch nicht sonderlich hoch ist, also kann man das Fahrzeug schon bei Bedarf flott bewegen. Was dagegen spricht, ist allerdings die Lenkung. Die ist ja fast schon gefühlstaub, bietet jetzt keinerlei Rückmeldung von der Straße. Das Lenkrad finde ich persönlich auch ein bisschen zu groß. Die Lenkwinkel sind auch sehr, sehr groß. Der Wendekreis ist auch recht groß. Da würde ich mir tatsächlich eine Allradlenkung wünschen, um das Fahrzeug hier ein bisschen dynamischer und vor allem wendiger werden zu lassen. Das ist schon in der Stadt ab und an ein Hindernis. Wenn man merkt, dieses 5,10 Meter Schiff muss man einmal mal wenden, dann muss man auch manchmal oft tatsächlich nochmal zurücksetzen und nochmal einen zweiten Anlauf, um dann zu korrigieren. Kommen wir nochmal zum Antrieb zurück und zwar zur Antriebsbatterie. Die muss ja schließlich geladen werden. Und dazu nutzt man gerade bei so einer Langstreckenlimousine auch häufig nicht nur eine kleine Wallbox mit 11 kW, dreiphasiges Laden ist hier auch möglich. Nein, man nutzt natürlich oftmals eben auch den Schnelllader. Und beim Schnelllader ist das so eine Sache, gerade bei chinesischen Autos, die können halt nicht so wirklich richtig gut schnell laden, wie es unsere europäischen Fahrzeuge können. Und so ist es auch beim Nio ET7. Der gibt an, offiziell oder maximal mit 140 kW Strom ziehen zu können am CCS-Lader. In der Praxis ist das allerdings dann eher weniger. Wenn ihr die Batterie vorkonditioniert, und das könnt ihr über das Menü manuell oder automatisch, dann funktioniert das
bei einem sehr geringen State of Charge. Das heißt, wenn ihr die Batterie fast leer fahrt, so unter 10%, mal kurz ja, bis ungefähr 40% Akku-Ladezustand, dann fällt die Ladegeschwindigkeit oder die Power deutlich ab. Und dann haben wir lediglich noch 80 kW Ladeleistung bis 80% zur Verfügung. Ab 80% fällt er dann noch eben stetig runter, so auf 60 Kilowattstunden. Ich persönlich finde, es ist okay. Allerdings muss man sagen, das können eben die Mitbewerber hier aus Europa deutlich besser als der NIO ET7. Die sind hier deutlich flinker am Schnelllader, nicht nur im Peak, sondern auch über die Gesamtdistanz und schaffen es dann halt auch oftmals eben 30 Minuten zu unterschreiten, um die 80% zu bekommen. Und hier braucht der NIO ET7 eben so 40 bis 45 Minuten in der Praxis. Und das ist eben sehr, sehr schade. Denn für ein solches Langstreckenauto mit diesen Vorzügen wäre es natürlich sehr, sehr ratsam und sehr, sehr gut, wenn hier die Ladegeschwindigkeit nochmal etwas erhöht wird. In der Hoffnung, dass hier NIO bald auch nochmal etwas nachbessert. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, warum laden denn die Chinesen dann eigentlich so schlecht schnell? Ich glaube, das liegt schon auch daran, gerade bei NIO, die sagen sich, mietet doch bitte meine Batterie und kauft sie nicht, denn sonst seid ihr selbst verantwortlich für eure Batterie, dass ihr sie auch in einem guten Zustand haltet. Was bedeutet das denn? Tja, wenn ihr oft an einen Schnelllader fahrt, dann wird die Batterie oder respektive die Zellen werden sehr stark beansprucht bei diesem extremen Schnellladen. Das heißt, einige Zellen werden dann etwas müde und sind dann auch einfach nicht mehr so fit. Und das bedeutet am Ende Reichweitenverlust oder eben Kapazitätsverlust, weil die Akkuzellen nicht mehr so stark belastet werden können, so stark geladen werden können. Also habt ihr einen Verlust eurer nutzbaren Energie im Akku. Das bedeutet also weniger Reichweite. Somit sollte man eben das Schnellladen möglichst gering halten. Wenn man aber auf der Langstrecke ist, muss man natürlich schnell laden. Dann möchte man auch schnell vorwärts kommen und auch wenig Zeit verplempern. Und da sieht NIO eben den Hintergrund, warum man mit Batteriewechselstationen arbeiten möchte. Und es werden auch immer mehr Batteriewechselstationen hier in Europa installiert. Dort werden etwa 30 Batterien vorgehalten. Die könnt ihr über das Mediasystem aktiv buchen und vorreservieren. Ihr kommt dann zur Batteriewechselstation, parkt euer Auto, das Auto wird automatisch eingeparkt, der Batteriewechsel funktioniert automatisch und nach 6 Minuten seid ihr fertig und fahrt mit einer mindestens 90% gefüllten Antriebsbatterie weiter und könnt dann auch entsprechend wieder zur nächsten Batteriewechselstation fahren oder eben zu einer Wallbox, zu einer Ladestation, könnt das Ganze natürlich auch selbst laden. Der Vorteil ist natürlich dann, die Batterie in dieser Wechselstation wird langsam geladen, im optimalen Batterie-Temperaturzeitfenster auch geladen. Das heißt also, die Batterie wird rundum im Wohlfühlbereich behandelt. So wie es dann auch sein soll, sodass die Batterie auch möglichst lange eben eingesetzt werden kann und auch möglichst lange eben eine hohe nutzbare Kapazität bereitstellen kann. Und um das sicherzustellen, bietet eben NIO die Möglichkeit an, hier die Batterie eben als Service zu sehen, das heißt sie zu mieten und eben dann auch am Wechselstationen nutzen zu können. Wenn ihr sie kauft, dann seid ihr im Moment noch nicht berechtigt, eben an der Wechselstation zu fahren. Das liegt natürlich auch daran, dass eben ihr nicht eure Batterie hier extrem stark beanspruchen könnt, runterfahren könnt und dann eben einfach einen neuen Akku bekommt. Ist verständlich. Und deswegen, wer das Ganze machen möchte, der kauft eben den Akku zu einem Preis von 12.000 bis 21.000 Euro, je nach Batteriegröße. Und der ist aber auch dann selbstständig verantwortlich für die Gesundheit seiner Batterie.
für die Gesundheit der Insassen ist natürlich auch das Fahrzeug zuständig und das auch mit den Assistenzsystemen, die hier verbaut sind. Wie wir schon gesehen haben, außen bietet der INIO ET7 einen sogenannten LIDAR-Sensor hier oben, also einen Fernbereichssensor mit Lasertechnik, der in dem Bereich 500 Meter vor dem Fahrzeug bereits abscannt. Dann kommen die Kamerasysteme und die Ultraschallsensoren und aus diesen wird dann quasi im Prinzip ein Bild generiert, mit dem dann eben die Assistenzsysteme hier sozusagen gefüttert werden, also mit den Daten gefüttert werden natürlich, und dann soll das Fahrzeug eben autonom fahren können. Das bedeutet, ihr könntet dann tatsächlich die Hände vom Lenkrad nehmen und die Verantwortung an das Fahrzeug übergeben. Geht aber aktuell hier nicht, zum einen, weil die Berechtigung hier noch nicht gegeben ist von den Behörden hier für NIO. Zum anderen muss man leider auch sagen, sie sind noch nicht ganz so weit. Ja, also es fehlt, sie funktionieren schon soweit gut. Die Assistenten bedeutet, das Fahrzeug bremst ordentlich, es hält den Abstand ordentlich. Die Spurführung ist ein bisschen, ja manchmal doch ein bisschen hin und her schlingern und auch so ein bisschen das Feingefühl fehlt ihm dann noch beim Beschleunigen, beim Bremsen, wenn dann eben einer kurzfristig einschert oder ähnlich. Also hier fehlt es noch so ein bisschen an Feinschliff, aber ich bin mir sicher, das kriegen die Chinesen sehr schnell hin, wenn man sieht, wie schnell sie nämlich auch mit dem Fahrzeug auf den Markt gekommen sind. Aber für den normalen Fahrer sind die Assistenzsysteme schon aktuell sehr gut nutzbar, wenn sie auch öfter mal auf den Keks gehen, weil hier viel Bling, Bling, Bing, Bong kommt und das eben auch, weil man eben sehr oft mal ein bisschen von der normalen Mitte eben wegfährt und sich dann schon so ein bisschen einer Fahrspur nähert, dann kommt meist schon eben eine Warnmeldung. Das stört vielleicht den einen oder anderen und das ist eben hier auch bei den europäischen Fahrzeugen eben aktuell schlicht und ergreifend besser gelöst. Der Einstand ist gelungen für NIO, wie ich persönlich finde. Mit dem ET7 ist der Erstlingswerk der Chinesen äußerst gut gelungen. Man hat hier ein richtig komfortables Langstreckenfahrzeug auf die Räder gestellt, das allerdings noch ein paar Punkte offen lässt für Verbesserungen. Ich bin mir aber sicher, die Chinesen kriegen das sehr, sehr schnell hin. Denn welche Punkte haben sie noch zu tun? Zum einen, die Assistenzsysteme müssen zuverlässiger werden, ein bisschen weniger nervend. Des Weiteren müssen sie diesen Schlüssel mal so ein bisschen in den Griff kriegen, dass das besser funktioniert, dass sich das Fahrzeug automatisch öffnet, schließt. Und man sicher sein kann, dass das Fahrzeug sich eben nicht verschließt, wenn der Schlüssel drinnen ist. Und sie müssen auch vielleicht noch ein bisschen an der Ladeperformance arbeiten, denn 140 kW Ladeleistung ist halt einfach hier in Europa recht mau. Der ET7 ist für mich etwas zu klein, was den Kofferraum angeht. Die Platzverhältnisse im Fond sind natürlich verschwenderisch groß. Die bräuchte ich so jetzt nicht. Ich glaube, der EL7, das große SUV mit selber Technik, ist da das auf alle Fälle bessere Fahrzeug für Familien. Oder aber vielleicht sogar der neue Einstiegswagen von NIO, der ET5. Jetzt klären wir aber nochmal den Verbrauch der Limousine. 20,1 Kilowattstunden ist der Bordcomputerverbrauch gewesen, 20,8 Kilowattstunden der ausgerechnete Verbrauch. Und Ladeverluste hatten wir auf der Strecke dann oder bei dem Ladevorgang für diese Fahrt von über 2 Kilowattstunden. Das ist ein richtig guter Wert, wie ich finde. Im normalen Alltagsfahren mit viel Kurzstrecke und so weiter und auch mal mehr Leistung auf der Autobahn abrufen, kam ich jetzt im Schnitt auf 23,8 Kilowattstunden laut Bordcomputer. Das heißt so rund 24 Kilowattstunden, das ist auch ein guter Wert. Was ist der Preis? 69.900 Euro für das Fahrzeug ohne Batterie. Die Batterie könnt ihr entweder mieten für 169 Euro, die kleine Batterie oder 289 Euro, die große Batterie. Wenn ihr sie kauft, 12.000 Euro die kleine Batterie, 21.000 Euro die große Batterie. Dann ist das Fahrzeug aber auch voll ausgestattet. Es gibt ja keine Optionen, die ihr noch dazu kaufen müsst. Außer eben, ihr wollt unbedingt Carbonfelgen haben. Die könnt ihr noch haben für 2.500 Euro Aufpreis. Alle Metalliclacke oder ähnliches oder Farben im Innenraum sind Serie, sogar die eben die Anhängerkupplung. Also hier bekommt ihr ein voll ausgestattetes Fahrzeug für, am Ende, so wie er da steht, für 90.900 Euro. Das ist ein guter Preis angesichts des Wettbewerbs. Gerade so ein Mercedes EQE, BMW iX M50 oder wenn man dann eben von der Größe nochmal weiter nach oben schaut, BMW i7 oder Mercedes EQS etwa, die sind deutlich teurer. Und ob man jetzt natürlich dann den Schritt wagt und in eine
eher unbekannte Marke investiert. Das muss jeder für sich selber natürlich am Ende sehen. Aber wir haben erst gesehen, bei Tesla hat es auch funktioniert. Und deswegen, ich sehe hier echt gute Chancen für NIO. Die haben es echt gut drauf. Und vor allem, sie sind sehr, sehr fix. Wenn man so ein bisschen im Forum schaut, was Upgrades an Updates angeht, das kriegen sie echt schnell auf die Reihe. Und da kommen schon viele Service-Updates, die over the air eingespielt werden, und da fließen auch schon echt viele Verbesserungen ein, und das sind auch viele Verbesserungen eingeflossen, die ich auch feststellen konnte im Gegensatz zu ersten Kontakt im Oktober. Wenn euch das ganze Video jetzt gefallen hat, dann lasst mal euren Kommentar einfließen, lasst ein Abo einfließen und euer Like. Ich freue mich sehr über jeden Kommentar. Ich beantworte sie auch alle, soweit es mir möglich ist, und ich freue mich auch über eine Diskussion mit euch. Ich entschuldige mich nochmal für meine Stimme, für mein Erkältetsein. Beim nächsten Video bin ich auf alle Fälle wieder fit für euch. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Sage danke fürs Reinklicken, bleibt gesund. Tschüss und Servus, euer Ubi.